Hi und herzlich willkommen zum heutigen Teufel-Tutorial. Ich bin Lisa und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was kann eigentlich HDMI und was verbirgt sich hinter den Begriffen CEC und ARC? Ja, wahrscheinlich kennst du HDMI schon daher, dass damit Videosignale zu einem Bildschirm übertragen werden. Also zum Beispiel von deinem Laptop zu einem Beamer oder zu irgendeinem Monitor. Gleichzeitig ist das HDMI-Kabel aber auch eine der hochwertigsten Arten, Audiosignale zu übertragen. Im Jahr 2003, ich glaube, da gab es noch nicht mal iPhones, da wurde das HDMI-Kabel entwickelt und wird seitdem hauptsächlich dazu verwendet, TV-Geräte mit einer Soundbar zu verbinden. Das mit nur einem einzigen Kabel, was sich jetzt vielleicht selbstverständlich anhört, ist es aber gar nicht, denn für genau den gleichen Weg wurden früher ganze zwei Kabel benötigt. Eins für den Hinweg zum Gerät und eins für den Rückweg. Das heutige HDMI-Standardkabel ist das HDMI 2.0. Das ist ARC-fähig. Das bedeutet, dass es Audiosignale zwischen zwei Geräten in zwei verschiedene Richtungen übertragen kann. ARC steht dabei für Audio Return Channel. Wenn du jetzt also zu Hause sitzt, ganz gemütlich und Netflix läuft, klar, wir kennen es alle, dann kannst du das Tonsignal deines Fernsehers mit HDMI zur Soundbar übertragen. Wenn du eine Spielekonsole hast, dann kann das Bild- und Tonsignal über HDMI zur Soundbar überspielt werden. Dort wird der Ton dann direkt ausgegeben und das Bildsignal geht weiter zum Fernseher. Wichtig ist ein hochwertiges HDMI-Kabel vor allen Dingen dann, wenn du Dolby Atmos oder DTS:X benutzt. Dann willst du natürlich, dass der Sound auch in richtig guter Qualität bei deinen guten Lautsprechern ankommt. Wichtig für dich zu wissen, deine Geräte müssen HDMI ARC natürlich auch unterstützen. Wenn du jetzt zum Beispiel den uralt Receiver von Oma mit deinem Smart TV verbinden willst, dann kann das im schlimmsten Fall schief gehen. Da sagt das Bauchgefühl aber irgendwie auch schon, dass das keine gute Idee ist, liegt dann aber nicht am HDMI-Kabel, sondern daran, dass dieser alte Receiver HDMI 2.0 einfach nicht versteht. Kommen wir jetzt zu den richtig modernen Gadgets im Kabeluniversum. HDMI CEC. CEC steht für Consumer Electronics Control. Und jetzt weißt du auch, warum ich im weiteren Verlauf einfach nur noch CEC sage. Dieses im Gerät eingebaute Feature ermöglicht es dir, mit nur einer Fernbedienung all deine Geräte zu steuern. Und ob deine Geräte CEC-fähig sind, das kannst du in der Regel in den Geräteeinstellungen nachschauen oder auch auf der Webseite des Herstellers unter den Angaben zu deinem Gerät. Im Idealfall kannst du jetzt all deine Geräte, also Fernseher, Receiver, Blu-ray-Player, Spielekonsole und Soundbar über HDMI verbinden und dann über CEC im Geräteverbund steuern. Ob deine Geräte tatsächlich CEC-fähig sind, hängt ein bisschen von ihnen selbst ab. Es wurde zwar ein einheitlicher CEC-Standard entwickelt, der wurde aber von jedem Hersteller immer ein bisschen anders benannt. Fast so wie bei Hosengrößen, nur dass da in der Regel auch kein Tutorial hilft. Bei Philips heißt CEC zum Beispiel EasyLink, bei LG heißt es SimpleLink, bei Samsung heißt es AnyNet Plus und bei Sony Bravia Sync. Bevor die Liste jetzt noch länger wird, hat sich Teufel gedacht, belassen wir es doch einfach bei CEC. Ich hoffe, dieses Tutorial konnte dir weiterhelfen und du kannst deine Heimkinoanlage jetzt in vollen Zügen genießen. Wenn du dich für weitere Infos rund um das Thema Audio interessierst, dann schau gerne mal auf unserem Kanal vorbei oder schreib deine Fragen und Anmerkungen gerne auch in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.